Hallo meine Freunde, mein Name ist Dominik und herzlich willkommen bei Heidek TV. Ja, das ist Dennis, vielleicht kennt ihr Dennis schon aus den anderen Videos. In dem heutigen Video geht es um das Thema Hair to Go und das Hair to Go zu individualisieren, das heißt farblich zu verändern. Man muss natürlich viele Faktoren berücksichtigen und welche Faktoren das sind, das würden wir euch jetzt in diesem Video mal zeigen und euch gerne demonstrieren, wie man einen Haarteil, also ein Hair to Go System farblich verändern kann. Viel Spaß dabei! Okay, meine Lieben, fangen wir mal so an. Natürlich, wenn wir jetzt uns für ein Hair-to-Go entschieden haben, also sprich der Kunde und der Stylist, müssen wir natürlich erstmal seinen Naturton analysieren. Und wir sagen jetzt einfach mal, der Kunde hat diesen Ton als Naturton und er möchte in diesen Ton Strähnchen haben. Dann ist es so, dass wir in dieses Haarteil keine Strähnen einarbeiten können, weil heller färben ist nicht möglich bei einem Haarsystem, weil sie vorbehandelt sind, die Haarteile, aber dunkler färben ist möglich. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen ungefähr einschätzen können, welche Tonhöhe die Strähnen haben sollen und ob es warm oder eher kühlere Strähnen sein sollen, und danach richten wir die Auswahl nach dem Haarteil. Das heißt, in dem Fall habe ich jetzt einfach mal gezeigt, haben wir uns für ein blondes Haarteil entschieden, in der Tonhöhe 20 eher, das heißt, dass die Strähnchen ein bisschen wärmer sein sollen. Und da wird es so sein, dass wir dann dieses Haarteil zurechtschneiden von der Tonsurgröße und dann die farblichen Veränderungen vornehmen, dass wir praktisch dunkler färben. Und wie das Ganze funktioniert in den weiteren Steps, das zeigen wir euch jetzt. So einen kleinen Experten-Tipp, welchen Vorteil diese ganze Auswahl noch hat, wenn wir ein helleres Haarsystem wählen und wir haben einen dunkleren Farbton, die Knüpfknoten sind gleichzeitig geblichen. Das heißt, man sieht gar keinen Knoten mehr. Das heißt, man hat eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Eine mega geile Natürlichkeit plus die Strähnen und das bei einem dunklen Haarteil. Mega. Okay, ihr Lieben, das war unser kleines Erklärvideo. Farbveränderte Maßnahme bei einem Hair-to-Go-System, sprich bei einem Haarsystem. Dennis, kurzes Wort an die Zuschauer von dir. Bist du mit deinem Ergebnis zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es richtig cool geworden. Das ist halt ein schöner Übergang zu deiner Naturhaarfarbe. Das ist ganz wichtig. Aber dann auch der Strähneffekt, den wir dadurch das helle Haarteil einfach erzielt haben, ist halt wirklich natürlich. Wir haben jetzt auch dadurch natürlich eine wunderschöne Front, weil die Knoten, die natürlich vorher hell waren, sind hell geblieben. Und dadurch hat man den natürlichsten Ansatz, den man überhaupt haben kann. Mega geil, das stimmt. Also man hat im Endeffekt ein geiles Ergebnis und noch helle Knüpfknoten, sodass man eigentlich ein total reales Ergebnis hat. Und das ist ja on point das, was wir eigentlich immer treffen wollen. Natürlich, das ist alles sehr, sehr positiv und sieht super aus. Und es ist wichtig, dass man vorher natürlich über die Frisur spricht, damit man den Farbverlauf auch gestalten kann. Aber alles im Leben hat natürlich auch einen Nachteil. Und den Nachteil möchte ich auch nicht verschweigen. Und zwar, diese farbverändernde Maßnahme, die geht natürlich ultra an die Haarsubstanz. Das heißt, diese vorbehandelten Haare wären noch geschädigter und es ist einfach so, dass die Haarstruktur extrem drunter leidet. Also man muss sich das genau überlegen, ob man Einbußen in der Haltbarkeit haben möchte. Das heißt, es ist eine Investition natürlich und das muss man ganz klar sagen, dass die ein, zwei Monate weniger Haltbarkeit sich dann einfach auch bemerkbar machen. Ne? Und nichtsdestotrotz, ich denke, wenn man einfach mal ein geiles Haarteil möchte für Party etc. pp., wo man einfach einen freshen Look haben möchte für den Sommer, gerade mit den Highlights, dann kann man das ganze Geld auch mal investieren und einfach auch mal geil auszusehen. Ne? Cool. Ich würde sagen, das war's von unserer Stelle hier. Genau. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß bei unseren anderen Videos und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst uns das wissen, abonniert unsere Kanäle und bis bald. Bis dann, macht's gut. Ciao.